Hallihallöchen zusammen und willkommen zur Gewinnspielauflösung des Silvestergewinnspiels 2017. Ja, wir alle erinnern uns, es gab die 2017er Matte mit Dark Neos drauf zu gewinnen. Und es ist halt so, ich habe momentan keinen funktionierenden Drucker, das heißt, ich konnte es nicht mit Zettel machen, habe deshalb einen Zufallsgenerator genommen, Zufallsgenerator heißen die Dinger, glaube ich, den man online verwenden kann. Ich hätte das Ganze zwar abfilmen können, aber ich habe leider nur Bandicam, und zwar in der Testversion, wenn man so möchte. Da habe ich eben das Bandicam-Logo oben dran und das möchte ich in dem Video nicht. Deswegen habe ich das Offscreen gemacht. Es waren 15 Teilnehmer und gewonnen hat Utopic Yu-Gi-Oh! Bitte schreib mir auf Discord oder auf YouTube deine Adresse, dass ich dir eben dann die Matte zuschicken kann. Auch alle anderen erhalten diese Woche, beziehungsweise werde ich diese Woche auch an alle anderen, die jetzt die 2018er Matte gekauft haben, die werden jetzt alle verschickt. Und ja, ich möchte natürlich jetzt nicht so dastehen lassen, das wäre jetzt echt ein langweiliges Video, wenn ich hier bloß das Gewinnspiel machen würde. Dementsprechend habe ich mir natürlich was für euch überlegt. Zunächst eine Ankündigung. Ihr habt euch ja des Öfteren, also das wurde mir schon per PN zugetragen, über Facebook und so weiter, dass ich mal so eine Art FAQ machen soll. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Projekt oder zum Kanal habt, dann könnt ihr mir die hier in diesen Kommentaren stellen und ich werde dann höchstwahrscheinlich noch dieses Wochenende ein Video hochladen, wo ich entsprechende Fragen beantworten werde. Das können gerne viele Fragen sein, es können weniger sein. Das überlasse ich ganz euch. Einfach das, was euch eben interessiert an dem Projekt. Falls ihr es noch nicht kennt, kann ich das dann natürlich auch noch erklären. Ich habe ja jetzt so 12, 13 neue Abonnenten dazu bekommen. Vielleicht ist da ja einer drunter, der das Projekt jetzt so noch nicht kennt. Gut, jetzt möchte ich mir mit euch ein paar Karten angucken. Modernerer Natur, natürlich auch aus Photon Shockwave, ist auch schon ein bisschen älter, aber halt auch wirklich aus moderneren Sets wie Shining Victories und so weiter. Und ich möchte mir mit euch zusammen überlegen, sind das Karten, die möglicherweise in 20 Jahren, wenn das Spiel noch existieren sollte, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, sind das dann theoretisch Karten, wo man sagen könnte, jo, das sind Sammlerkarten, die werden dann einen eventuell oder einen entsprechenden Sammlerwert erzielen, so wie heute zum Beispiel LOB Exodia First etc. Oder sagt ihr bei der einen oder anderen Karte, die hatte schon so viele Prints oder die wird noch so viele Prints kriegen, so viele Neuauflagen, dass die Karte nie irgendetwas wert sein wird, nicht mal aus dem Originalset. Gibt es ja auch mittlerweile bei ganz alten Karten, wo man sich beinahe schon denkt, was, wie wenig ist die denn bitte wert? Zum Beispiel Drachenfluch aus LOB, wenn er unlimitiert ist, kriegt ihr für ein paar Cent. Möglicherweise gehören ja einige der Karten dann auch dazu. Und jetzt wollen wir uns ein paar Exemplare anschauen. Ich bespreche jedes Exemplar einzeln mit euch und ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, was ihr zum jeweiligen Exemplar denkt, ob das eine Sammlerkarte werden könnte oder nicht. Und starten möchte ich natürlich mit diesem Exemplar hier. Das ist der feierliche Schlag hier aus dem Megapack allerdings. Das ist jetzt nicht aus dem Originalset. Ist auch mein einziger feierlicher Schlag, zugegebenermaßen. Nee, nicht ganz. Ich habe noch in Ulti 3 Stück, glaube ich. Aber in Secret Rare ist das meine einzige. Die habe ich gespendet bekommen. Und war, glaube ich, auch eine der besten Karten aus dem Megapack 2016. Und ich persönlich denke, dass diese Karte definitiv Potenzial hat, eine Sammlerkarte zu werden, schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass sie an eine alte Karte angelehnt ist, und zwar an dieses Solomon Strike und Solomon's Judgment, das ist ja Solomon's Strike, also an Solomon's Judgment und Ernste Warnung und wie sie alle heißen, angelehnt ist, wo halt eben dieser ältere Herr da zu sehen ist. Das ist ja etwas, das einfach auch zum Oldschool gehört. Das ist eigentlich vom Design her an und für sich schon eine Oldschool-Karte. Natürlich eine neuere Version oder eine neue Karte, die eben an diesem Oldschool-Thema angelehnt ist. Und deshalb denke ich, dass diese Karte definitiv Potenzial hat, irgendwann so, ich sag jetzt mal vielleicht in First Secret Rare oder auch in Ultimate, einen Preis zwischen 7 und 15 Euro zu erzielen, denke ich mal, theoretisch. Ich weiß ja nicht, wie spielstark sie in Zukunft noch sein wird, das wird natürlich auch eine Rolle spielen, aber so rein vom Standpunkt des Sammlers gesehen würde ich mal sagen, dass die Karte definitiv Potenzial hat, eine, sagen wir mal so 7 bis 15 Euro Karte zu werden. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Karte? Denkt ihr genauso wie ich oder denkt ihr, beziehungsweise sagt ihr, nee, die Karte wird irgendwann noch einen Common Print kriegen und noch einen Super Rare Print in irgendeiner Tinbox vielleicht und wird dann ohnehin nichts mehr wert sein. Schauen wir uns die nächste Karte an, und die nächste Karte ist der Tornado-Drache. Der ist jetzt aus Maximum Crisis, also einem der neuesten Sets. Optisch finde ich ihn echt cool gelungen, muss ich sagen. Ist auch mal eine super Idee. Allerdings halte ich diese Karte für
Oder sagen wir mal so, ich traue dieser Karte nicht allzu viel zu, was das angeht. Ich persönlich denke, dass das eine Secret Rare sein wird, die in 20 Jahren vielleicht eher so der Vergessenheit anheimgefallen ist. Die war ja jetzt auch schon, wo sie neu war, nicht unbedingt die beliebteste Secret Rare in dem Set Maximum Crisis. Auch wenn das Artwork natürlich lustig ist hier mit den fliegenden Kühen, da oben fliegt glaube ich ein Kürbis oder ein Apfel da am Tisch, ne? Hier im Buch. Das ist schon ganz cool designt, aber ich glaube, einen wirklichen Sammlerwert wird diese Karte nie haben. Es wird nie wirklich das Interesse der Sammler erwecken, würde ich mal sagen. Also abgesehen von mir natürlich. Ich denke, das wird auch so eine Secret Rare sein, die wir in vielen Jahren vielleicht für einen Euro oder für zwei kriegen werden. Vielleicht sogar schon für ein paar Cent, wer weiß. Wenn sie unlimitiert ist. Und ja, ich traue dieser Karte dementsprechend nicht viel zu. Was denkt ihr, was haltet ihr von der Karte? Denkt ihr, diese Karte wird eventuell noch ein paar Reprints bekommen? Oder sagt ihr, die Karte ist vielleicht spielerisch auch schon so irrelevant, dass sie niemals einen wirklichen Reprint bekommen wird und dass sie vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie dann vielleicht nie einen kriegen wird, aufgrund dessen, dass sie halt spielerisch nicht so relevant ist, dass sie genau deswegen dann vielleicht irgendwann so selten wird, dass man sich sagt, das wird eine relevante Sammlerkarte. Die Meinungen können sich ja ändern, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise die Meinungen können ja hier auseinandergehen. Schreibt es mal in die Kommentare. Als nächstes haben wir einen Klassiker, nämlich das Rettungskaninchen. Das ist ja eigentlich schon ein halber Klassiker. Die war ja zu ihren Bestzeiten richtig viel wert. Ich glaube 150 Euro damals aus Futon Shopwave. Ist jetzt schon ein etwas älteres Set. Beide habe ich übrigens gespendet bekommen. Ich habe allerdings auch mehr als zwei. Die anderen habe ich jetzt bloß nicht auf die Schnelle gefunden. Aber es reicht ja auch ein Exemplar so zum Vorzeigen. Ich persönlich denke, dass das tatsächlich ein Klassiker werden könnte. Das ist ja schon ein halber. Mittlerweile geht die Karte ja, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, in einigen Decks kann man sie sogar noch spielen, 20 Euro, zumindest als ich sie das letzte Mal nachgesehen habe. Und das war da, wo ich die letzte gespendet bekommen habe. Da lag die in etwa bei 20 Euro in Deutsch First. Und ich denke, dass die Karte ja definitiv Potenzial hat, zumindest eine 10 bis 15 Euro Karte zu sein in den nächsten Jahren, vielleicht in den nächsten 5, 6 Jahren. Und dementsprechend traue ich dieser Karte auch aufgrund ihres hübschen Designs, ihrer Schlichtheit auch einiges an Sammlerwert zu im Endeffekt, denn Sammler achten ja nicht nur darauf, oder die meisten Sammler, wie selten eine Karte ist, sondern halt auch teilweise darauf, wie hübsch sie aussieht, und Reprints hat sie bisher, glaube ich, nur einen in Super Rare aus einer Tinbox, und die in Secret ist natürlich um einiges seltener. Was meint ihr dazu? Lasst mich wissen. Weiter geht's mit dem Firewall Dragon. Ich habe insgesamt drei, ich habe jetzt hier aber allerdings plus zwei gefunden. Dann habe ich noch ein paar in Ultimate aus Japan, aber die interessieren uns hier jetzt nicht. Firewall Dragon First hier aus Code of the Duelist. Ich glaube, dass momentan oder eins der momentan wichtigsten Link-Monster überhaupt, die gingen, glaube ich, ursprünglich 30 Euro, ist dann, glaube ich, sogar noch ein bisschen nach oben gegangen. Ich persönlich vermute allerdings, auch wenn es, glaube ich, das neue Boss-Monster des neuen Hauptcharakters in V-Reigns ist, ich traue dieser Karte ebenfalls nicht zu, dass sie großartig einen Sammlerwert erlangen wird. Sie bekommt ja jetzt, glaube ich, sogar einen Reprint in einem alternativen Artwork. Also die Karte ist schon neu und bekommt direkt wieder einen Reprint, wenn ich mich dann nicht verlesen habe. Auch wenn es in einem anderen Artwork ist, ist es ja immer noch der Firewall Dragon. Und ich denke, die Karte wird auch in Zukunft, was Reprints angeht, ziemlich verheizt werden. Auch optisch, muss ich sagen, finde ich sie in diesem Design jetzt nicht sonderlich hübsch. In dem alternativen Design, das ich gesehen habe, wesentlich besser. Aber in diesem Design nicht unbedingt hübsch. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu dalassen. Denkt ihr, diese Karte wird irgendwann einen Sammlerwert haben oder eher nicht? Dann haben wir ja die Cosmo Queen. Auch bei dieser Karte muss ich sagen, denke ich nicht, dass sie großartig einen Sammlerwert haben wird. Man kann es nie voraussehen. Ich glaube, sie hatte einen Reprint in einem Megapack. War es Megapack 2017 oder 2016? Weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist natürlich klar, ist auch ein Secret Rare Reprint dann. Die geht da jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Euro, aber nur noch ganz, ganz wenig. War ja auch mal eine sehr, sehr gesuchte Karte, glaube ich, aus Shining Victories kurze Zeit. Hat natürlich ein einzigartiges Design, muss man natürlich sagen. Ist natürlich auch an Star Wars angelehnt oder an Zauberer von Oz. Ich glaube, Cosmos an beides ein bisschen angelehnt. Und ja, ich muss sagen, mir persönlich gefällt die Karte sogar optisch, ja. Ich persönlich werde mir auch noch einige Exemplare davon ranholen, aber ich denke nicht, dass sie einen wirklichen, ja, wirklich sammlungsrelevant sein wird. Weiter geht's mit dem dunklen magischen Kreis. Dann nehmen wir uns den hier, weil der hat die schönere Hülle. Genau, der dunkle magische Kreis, der ist jetzt hier aus dem Megapack
Der andere, den ich gerade weggelegt habe, war tatsächlich aus Dark Illusion, auch beide gespendet bekommen. Ja, ich denke, die Karte wird natürlich sammlungsrelevant sein, schlicht und ergreifend, schon aufgrund der Tatsache, dass sie halt auch an Oldschool-Themen angelehnt ist, nämlich an Dark Magician. Das ist ja hier dieser Kreis, den die dunklen Magierkarten immer so als Background haben. Und ich denke, dass allein schon aufgrund dieses Nostalgie-Faktors diese Karte später mal einen sammlungstechnische Relevanz haben wird, dass sie natürlich auch einen entsprechenden Preis haben wird. Und ich glaube, sie ist bisher auch nur im Megapack und in The Dark Illusion erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, sie hatte noch irgendwo einen Reprint. Wenn, war das nicht in Ultra? Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr könnt mich ja aufklären, wenn ihr es besser wisst. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr davon? Denkt ihr, die Karte erzielt irgendwann einen Sammlerwert? Ich denke schon. Sie war ja auch ursprünglich dann, glaube ich, ganz schön teuer, als sie rauskam. Und ich persönlich denke halt auch, dass sie aufgrund eben des Nostalgiefaktors in einigen Jahren einen gewissen Sammlerwert haben wird. Wie viele Exemplare es dann davon noch gibt, ist natürlich die Frage. Muss man gucken. Aber das sehen wir ja dann, würde ich mal sagen. Das ist nur so mal meine Meinung, mein Standpunkt zu der Karte. Weiter geht's mit der Karte Krötelig umwerfen. Davon habe ich auch drei Stück, aber gerade nur zwei Stück gefunden. Die Hülle ist aber richtig hässlich, deswegen legen wir den mal weg. Ja, Krötelig umwerfen, hier aus dem Originalset. Allerdings nicht den First, der hier. Ja, Krötelig umwerfend halte ich auch für eine Karte, die Potenzial hat. Zum einen ist sie an das Krötenthema angelehnt, also sie gehört ja dazu sozusagen. Das ist ja auch ein etwas älteres Thema, wenn es jetzt auch ein Thema war, das nie wirklich bei Sammlern Relevanz hatte. Vielleicht der Baumfrosch, ja, in Ultimate, der hatte vielleicht ein bisschen Relevanz, aber die anderen Karten waren ja eigentlich hauptsächlich Commons. Jetzt natürlich auch der Austauschfrosch in Ulti aus Mastralpack, ist ja klar. Oder war das schon OP? Ich weiß es gar nicht. Genau, Krötelig umwerfend halte ich für eine Karte, die definitiv Potenzial hat. Vielleicht sehen wir sie auch irgendwann mal in irgendeinem Special Pack in Ulti, also in diesem OP. Ich finde auch, das Design ist echt einzigartig. Wirkt ein bisschen asiatisch mit dem Hintergrund und dann eben der schlichte Frosch hier mit der Orange obendrauf oder was das sein soll. Ich finde, das hat Potenzial. Ich finde, möglicherweise, da es ja auch bloß einen Reprint gibt, nämlich aus dem Megapack, soweit ich weiß, finde ich, muss ich ehrlich sagen, dass die Karte, wenn es jetzt nicht noch unzählige weitere Reprints gibt, dass sie tatsächlich zu einem Klassiker werden könnte, dass man in einigen Jahren sagt, ja, Krötelig umwerfend, totally awesome, das war ein Klassiker, den hätte ich gerne in der Sammlung, da lege ich mal einen Zehner hin. Was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Weiter geht's mit einer Karte, die auch sich einiger Beliebtheit erfreut hat anfangs, und zwar ist das die Dimensionsbarriere. Hier auch aus dem Originalset. Ich habe noch ein paar mehr. Ich glaube, ein paar habe ich noch aus dem Megapack. Ja, Dimensionsbarriere ist eine Karte, die war relativ spielstark und ging bis zu 70 Euro, als die neu war. Überall wurde sie gesucht, das weiß ich noch. Wir sehen natürlich auch hier ein paar Oldschool-Karten drauf. Wobei, der hier ist, glaube ich, etwas moderner, aber hier unten, das ist, glaube ich, der plündernde Hauptmann. Und das hier ist auch noch einer, dessen Namen habe ich aber vergessen. Ich persönlich denke aber, dass die Karte nicht wirklich Relevanz haben wird, was Sammlungen angeht, was die Sammler angeht. Ich denke, die Karte wird in der Versenkung verschwinden in einigen Jahren. Die wird niemand mehr haben wollen vermutlich, es sei denn, es wird eine äußerst seltene Karte, die halt auch keine Reprints mehr bekommt, muss dann halt auch irgendwann später vielleicht nicht mehr viele vorhandene Exemplare geben wird, wobei ich das nicht vermute. Ich meine, gut, beim DDS Blue Eyes damals, als er neu war, hat ihn auch jeder gehabt, weil das eine Spielepromo war, hätte auch niemand gedacht, dass der irgendwann mal 1000 Euro geht, aber war dann halt so, könnte natürlich hier auch der Fall sein, aber ohne Witz, ich halte es äußerst unrealistisch. Ich denke, diese Karte hat auch allein schon vom Design her einfach nicht den Flair, den eine Karte benötigt, um wirklich als Klassiker zu gelten, um auch wirklich ein optisches Interesse eines Sammlers zu wecken. Das heißt, wenn die Karte nicht wirklich ziemlich selten wird, sodass sie beinahe schon ein Muss in jeder ernstzunehmenden Oldschool-Sammlung sein soll, wird diese Karte in der Versenkung verschwinden. Was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ja, dann haben wir natürlich den Topf der Begierden. Ja, alle drei in Secret, alle drei gespendet gewesen. Auch cool, alle drei First. Er ist jetzt English First. Ja, der wird auf jeden Fall relevant sein, vermute ich. 100%, weil allein die Töpfe, die man jetzt hier drauf sieht, das ist ja, glaube ich, eine Kombination aus dem Topf der Gier und dem Krug der Trägheit, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Allein hier sieht man, dass das ja eigentlich schon fast eine Oldschool-Karte ist. Es ist ein neuer Topf. Und er sieht oldschool aus, er ist an oldschool-Themen angelehnt. Das ist eine Fusion aus zwei Karten, die es schon in der oldschool-Welt gibt. Und dementsprechend oder allein schon aufgrund dieses, ja, wie eben schon beim Kreis angesprochen, aufgrund dieses Nostalgiefaktors
Allein deswegen wird diese Karte schon sammlungstechnisch relevant werden. Den gibt es jetzt auch noch als Ultra Rare Reprint. Ich glaube, gab es hier noch eine Megatin? Weiß ich gerade gar nicht. Also außerhalb der Promo. Ich glaube, bei einem Booster konnte man den nicht ziehen. Deshalb denke ich auch, dass der, wenn er jetzt keine weiteren Secret Rare Reprints bekommt, dass der zumindest als Secret Rare doch vielleicht noch einiges gehen könnte irgendwann. Vielleicht auch seine 15 Euro, wer weiß, vielleicht auch mehr. Ich bin gespannt, ich lasse es auf mich zukommen. Ich werde auch meine Ultra Rares, ich habe jetzt glaube ich schon 15 Ultra Rares von dem und das so und insgesamt 6 Secrets oder so, werde ich natürlich nicht weggeben, keine Chance. Mal gucken, was die Zeit bringt, mal gucken, ob die Karte noch steigen wird sammlungstechnisch. Momentan wird sie ja wahrscheinlich eher sinken, ich glaube, sie ist auch nicht mehr so viel wert wie früher, auch wenn sie teilweise natürlich noch spielerisch relevant ist. Was meint ihr zu der Karte? Ich finde, sie ist übrigens wunderschön. Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Comments. Jetzt kommen wir zu drei Karten, die eng miteinander verwandt sind, sage ich mal. Und da hätten wir zum einen aus Maximum Crisis die Ash Blossom. Welche die anderen beiden sind, die gleich kommen werden, könnt ihr euch ja dann vorstellen. Das sind die anderen beiden Schwestern. Und ich würde sagen, Ash Blossom ist eine Karte, die hat ein unglaublich einzigartiges Artwork. Ich weiß gar nicht, was mir an der Karte besser gefällt. Ist es das Monster oder ist es dieser Kirschblütenhintergrund oder was das sein soll? Ich finde die Karte optisch wirklich sehr, sehr ansprechend. Richtig cool. Auch wenn ich persönlich diese Richtung, die Yu-Gi-Oh! Teilweise geht momentan, dass halt so Anime-Mädchen auf den Karten zu sehen sind, nicht unbedingt toll finde, aber bei den Karten, bei diesen drei, auch bei Ghost, Ober- und Schneehase, finde ich das dann relativ cool. Ich denke, die Karte, oder im Allgemeinen alle drei Karten, kann ich schon mal im Voraus sagen, finde ich persönlich, wird einen gewissen Sammlerwert haben. Die Karten sind einzigartig, die Karten sind einprägsam und die Karten werden meiner Meinung nach absolute Klassiker werden im Laufe der nächsten Jahre. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Als nächstes haben wir hier den Ghost Ogre. Das ist jetzt einer in Gold, in Englisch. Den wollen wir uns aber nicht angucken. Wir haben auch noch ein paar hier in super. Ich muss übrigens sagen, ich habe noch keinen Secret, noch keinen Ulti von denen. Das ist richtig traurig, ohne Witz. Richtig traurig. Ich habe jetzt hier nur noch die paar Supers. Genau, das ist jetzt den finde ich am uncoolsten von allen drei, muss ich sagen, wobei er jetzt auch nicht hässlich ist, aber die anderen finde ich eben hübscher. Hat auf jeden Fall auch Potenzial wie die anderen, wie gesagt, meine Meinung zu allen dreien ist dieselbe, das werden möglicherweise absolute Klassiker, auch wenn ich jetzt persönlich der Meinung bin, das kann aber jetzt auch auf meiner subjektiven Wahrnehmung beruhen, dass das hier die von den dreien ist, die vielleicht am wenigsten gesucht sein wird, weil die hat ja auch schon Reprints in Gold, in Super, in Secret, in Ulti. Da könnte es möglicherweise der Fall sein, dass die Karte nicht unbedingt an Wert gewinnt. Und zu guter Letzt, und davon habe ich am allermeisten, das muss ich mal geben, ist Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Die ist jetzt aus dem Megapack, aber der Rest ist alles aus dem Originalset und alle First, soweit ich weiß. Ja. Richtig cool und eine müsste sogar Ami sein. Suchen wir uns mal die Ami raus, falls sie gerade da ist. Nee, die Ami ist gerade nicht da. Schade. Aber ich habe auf jeden Fall einen Ami, die ist dann halt bloß gerade nicht hier. Egal. Schauen wir uns die an. Das ist mein absolutes Liebling. Von den drei ist das einfach die absolut geilste. Die ist auch ein bisschen düster gestaltet, ist ja auch ein Zombie. Ne? Richtig, richtig cool. Einfach ein Klassiker. Ja, für mich ist das jetzt schon ein Klassiker. Einfach aufgrund der Optik. Die erinnert vom Farbspiel her so stark an Yatagarasu. Einfach unglaublich cool gemacht, unglaublich cool designt, diese Karte. Ich finde sie echt klasse und ich denke, dass das wirklich auch ein absolutes Sammlerstück irgendwann werden wird. Nicht unbedingt aufgrund ihrer Seltenheit, möglicherweise auch einfach aufgrund der Optik und weil sie eben einen gewissen Flair hat, den andere Karten in der Yu-Gi-Oh!-Welt doch vermissen lassen. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Zu den einzelnen Karten. Ihr könnt das gerne in die Comments schreiben und ihr könnt natürlich auch die Fragen bezüglich des FAQs, die dann am Wochenende kommen werden, könnt ihr ebenfalls in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Neujahrstag und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.